MuckeTV! Guten Tag und hallo, hier ist wieder Bauer Anton mit einer neuen Folge von MuckeTV. Heute habe ich eine ganz besondere Verabredung. Eine Verabredung mit ganz wunderbaren, treuen, großartigen jungen Musikern. Nicht mit zwei oder drei, mit vier, sondern mit ganz vielen. Und die spielen ganz tolle Instrumente. Ich bin mal gespannt, wie das klingt. Ich glaube, hier ist die Tür. Das hat mich echt im wahrsten Sinne des Wortes weggeblasen. Das war ja ganz großartig. Guten Tag und hallo. Ich bin hier zu Gast beim Blasorchester des Jungen Ensembles Berlin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute nämlich jede Menge Blasinstrumente kennenlernen werden. So, wir haben hier das ganze Orchester, das siehst du ja schon. Und hier vorne steht der Dirigent, Tobias. Hallo. Hallo, Tobias. Der Dirigent ist quasi der Anführer, oder? Der Chef, der hält das so zusammen, oder? Meistens, ja, kann man sagen. Bist du auch Bestimmer? Wenn ich mich durchsetzen kann, ja. Alles klar, gut. Weil da könnt ihr euch ja vorstellen, ich gucke nochmal hier in die Runde, hier sind so viele Musiker und so viele verschiedene Instrumente, da muss ja jeder wissen, wann er was spielt. Und der Tobias sagt dann auch, wie laut, ne? Und genau, wie laut, wer wie wann spielt und so. Und du spielst bestimmt auch ein Instrument, was muss der können? Noten lesen. Das ist das Erste. Ja, und dann Taktstock oder nicht, einfach mit der Hand sozusagen das anzuzeigen, was das Orchester machen soll. Okay, das ist so ein bisschen der Rhythmus, ohne dass man den hört. Ohne dass man den hört, einfach das anzuzeigen, damit die Leute wissen, wo zu spielen. Und wenn es groß ist, ist es laut und wenn es klein ist, wird es leise. Gut, ein bisschen was weiß ich ja schon über Blasorchester. Es gibt Blechblasinstrumente. Genau, die sehen wir hier hinten. Das sind die, okay. Gibt es einen Grund, warum die hinten sitzen? Die sind laut, oder? Ja, die sind vielleicht ein bisschen lauter. Deshalb, dass man so ein bisschen, dass es sich gut zusammenpasst mit denen, die jetzt noch kommen. Und es gibt Holzblasinstrumente, richtig? Genau, wir sind hier die größtenteils vorne und eins großes ganz hinten. Die heißen übrigens auch so, weil die aus den Materialien hergestellt werden. Ne? Blechblasinstrumente aus Blech, Holz aus Holz. Und dann gibt es aber auch Nichtblasinstrumente noch. Ganz genau. Die sind die sind ganz hinten. Das ist die Rhythmusfraktion, die sorgen für den Beat, richtig? Das ist richtig. Alles klar. Aber ihr seid ja sowieso alles Musiker, die spielen, weil sie total Spaß haben, oder? Na klar. Okay. Gut. Ja, dann können wir uns ja vielleicht mal so einzelne Instrumente angucken. Mit was würdest du denn anfangen? Ich würde sagen mit einer Flöte. Das ist also eine Flöte. Genau. Okay, das ist ein Blechblas? Nein, ein Holzblasinstrument. Es irritiert zwar, aber es war früher mal ein Holzflöte und es ist jetzt alles aus Metall, Gold oder Silber. Okay. Oder einfach nur Aluminium. Okay. Gut, und das ist aber eine Querflöte. Eine Querflöte, genau, wenn man sie quer ansetzt. Okay. Und dann bläst man mit dem Mund rein und an der Seite sind Klappen. Genau, die können zu sein oder offen, wie bei mir. Hier drüben ist eine, die ist zu. Und die verändern den Ton, ne? Und genau, mit denen drückt man die einzelnen Töne. Klingt so eine Flöte mal alleine, würdest du mir mal? Kann ich ja die ersten Töne mal spielen. Oh, das wäre super. Wunderschön. Schön hoch. So, das war also die Flöte. Das haben wir. Wir gehen einfach mal hier weiter in so einem Orchester. Das ist eine Oboe, oder? Genau, das ist eine Oboe. Genau. Die sieht ja schon ein bisschen anders aus. Ja, genau. Man sieht, die ist aus Holz.
und hat aber auch Klappen aus Metall, die halt versilbert sind. Ja. Und hat oben dieses Doppelrohr-Mundstück, nennt sich das. Sieht man hier, sind so zwei Blättchen, die aufeinander gebunden sind. Und damit wird der Ton erzeugt. Okay, die klingt bestimmt ein bisschen anders als eine Flöte, ne? Ja. Bei Oboen muss ich immer an Schlangen denken. Woher kommt das? Hat der so einen Schlangenbeschwörer eigentlich eine Oboe? Nee, der hat eine Flöte, ne? Ja, es klingt aber ähnlich, das stimmt schon. Ja, die Oboe, habt ihr gehört, klingt schon gleich ganz anders. Dann gibt es hier vorne die Klarinette. Als ich ein junger Hüpfer war, hatte ich nämlich auch mal 2 Jahre Klarinettenunterricht. Aber das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wenn man da oben reinbläst und man macht es nicht richtig, dann kribbelt das total auf der Lippe, ne? Ja, genau, weil halt dieses Blatt, das ist ganz dünn. Gerade an der Spitze oben, das ist so dünn, wenn man es gegen das Licht hält, kommt das Licht auch durch, also so wie ein Blatt Papier. Und das vibriert, wenn man reinbläst. Verstehe. Und okay, dadurch wird dann der Ton erzeugt. Gut. Klarinette hat aber auch wie die anderen Instrumente Klappen aus Metall, ne? Sieht sogar ähnlich aus wie die Oboe. Stimmt. Ja. Ja, aber wir hören mal, klingt ganz anders, oder? Ja. Super. Ein weiteres ziemlich bekanntes Instrument ist das Saxophon. Genau, das Saxophon. Das wird ja auch ziemlich oft in der Popmusik eingesetzt, ne? Genau, das Saxophon ist ein bisschen später erfunden worden als die anderen Instrumente hier. Und zwar von dem Anton Sax, deswegen heißt es auch Saxophon. Super Vorname. habe ich mir auch gedacht. Okay. Und der hat das erfunden, weil er sich gesagt hat, es gibt ja noch so wenig Holzblasinstrumente in den tiefen Lagen. Ja. Und deswegen hat er das Saxophon erfunden. Das gibt es nämlich in dieser Größe, das ist das Alt, ja. Auch noch größer, das ist das Tenor, das Bariton und so weiter. Ach so. Und das Lustige ist nämlich, obwohl das aus Metall ist, ist das ein Holzblasinstrument. Ehrlich? Darf ich mal anfassen? Darfst du, oh, ja. Das ist Metall, auf jeden Fall. Und der Grund dafür liegt daran, dass der Ton hier oben erzeugt wird mit diesem Holzrohrblatt. Der hat auch so ein Blättchen wie bei einer Klarinette. Genau. So. Mal gucken, was rauskommt. Ne? Klingt ganz schön hip. Geht ab, ne? Geht voll ab. Sag mal, ab wann kann man denn eigentlich mit Blasinstrumenten anfangen zu lernen? Ist das wie man will? Ja, also zum Beispiel beim Saxophon ist es so, wenn man noch jünger ist, bei mir war das zum Beispiel auch so, dann nimmt man eher ein kleines Instrument, also das Altsaxophon zum Beispiel. Und wenn man dann größer wird und längere Finger hat, dann kann man auch zum Tenor überwechseln oder zum Bariton-Saxophon. Gibt es eigentlich noch den Klassiker, so wie ich das machen musste, mit Blockflöte anfangen und dann darüber? Ist das so der... Na klar, das ist die beste Grundlage. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Das ist ja auch ein super faszinierendes Instrument. Das ist ein Fagott. Fagott. Du bist die Einzige, die hier ein Fagott spielt. Ja, ich suche schon seit Jahren noch einen zweiten, aber es findet sich keiner. Ist das besonders schwer, so ein Fagott zu spielen? Ja, auch nicht schwerer als die anderen Instrumente, ne. Das Fagott ist verwandt mit der Oboe, ist auch ein Doppelrohrblasinstrument. Mhm. Auch aus richtigem Holz, wie man sieht, ist uns sozusagen das Bassinstrument von den Holzbläsern. Kannst du mal reinblasen? Na klar. Ein schönes Instrument. Gut, vielen Dank. Ein Fagott. So, langsam arbeiten wir uns nach hinten vor, denn hier sind die schon etwas größeren Instrumente. Hallo. Hallo. Das ist ein Horn. Tenorhorn. Ein Tenorhorn. Das heißt Tenor tief? Ja, etwas tiefer als, also so Waldhorn, das kennt man vielleicht eher. Das ist so ein bisschen kleiner, wird so seitlich gehalten, aber das ist halt ein Tenorhorn. Mhm. Das ist auch ein echtes Blechblasinstrument. Sieht nicht nur so aus, wie wir das eben hatten, sondern das ist aus Blech und gehört auch zu. Darf ich mal? Bitte, ja. Eindeutig Blech. Das hat dann auch ein Metallmundstück. Ja. Kann man durchgucken. Das ist schon eine Delle. Das hat auch schon viel erlebt. Ja, oder? Das hat schon allerhand erlebt, genau. Ja, wir haben uns ja in unserer Gruppe was Besonderes überlegt. Wir spielen die letzten 3 Takte mal gemeinsam, weil wir haben nur eine Begleitstimme. Das ist also nicht ganz so spannend wie bei den anderen. Alle okay. Hörner! Wow. 1, 2, 2, 2.
Wolltest du es normal haben? Oder? Ich finde das so super. Ich weiß. Das war so kurz. 1, 2, 2, 2. Wunderschön. Das Tenorhorn. Gut. Natürlich auch ein ganz bekanntes Instrument. Die Trompete ist auch ein Blechblasinstrument. Da liegst du richtig, genau. Darf ich auch mal? Ja. Den Test machen, okay, es ist ein Blechblasinstrument. Was mich ja schon immer fasziniert hat, vor allen Dingen, wenn ich Trompeter so mal gehört habe, ist, wie man mit so drei Klappen, weil die anderen haben ja viel mehr, so viel verschiedene Töne spielen kann. Wie geht denn das, weißt du das? Na, du wirst lachen. Im Grunde kann man eigentlich ganz ohne die Ventile alle Töne spielen mit der Trompete. Ach, die tun nur so, oder was? Naja, das ist ein bisschen schwierig und damit man es einfacher hat, gerade auch am Anfang, gibt es diese Ventile. Ich kann mal eins rausdrehen. Okay. Kann ich dir mal zeigen. Das sieht aus wie so ein Schweizer Käse mit lauter Löchern. Ja. Okay, wenn ich das hier wieder reinmache und die richtige Position finde, das ist ganz wichtig, sonst kommt nämlich gar kein Ton mehr raus, dann siehst du, gibt es hier unterschiedliche Wege, die Luft nehmen kann. Und je länger der Weg der Luft ist, das merkt man auch, je größer die Blasinstrumente sind, desto tiefer wird der Ton. Ah, verstehe. Okay? Ich habe genauso wie das Tenorhorn, das ihr gerade kennengelernt habt, ein Mundstück aus Metall. Ja. Genau. Und mit dem kann man zum Beispiel auch Töne so machen. Also man macht sozusagen, legt die Lippen aufeinander. Ja. Und macht. Und dann bläst man auch. Genau. Ein. Und wenn ich das mit dem Mundstück mache, dann kommt da sogar ein Ton raus. Ich hoffe jedenfalls. Ja. Also man kann, je nachdem wie man den Winkel mit den Lippen stellt, auch einen hohen und einen tiefen Ton daraus. Verstehe. Kannst du jetzt mal die Trompete mit Mundstück? Mit Mundstück. Mal erklingen lassen? Ja, kann ich. Wunderschön. Danke. Die Trompete. Das waren jetzt schon ganz schön viele verschiedene Instrumente. Ich bin mittlerweile auch schon hinten angekommen von dem ganzen Orchester. Aber hier gibt es noch mehr interessante Instrumente zu sehen. Das sind, was für Instrumente? Das sind Posaunen. Posaunen, ja. Das sind die? Genau, diese hier. Super. Das ist so eine Trompetenart drauf? Das ist mit der Trompete verwandt, ja. Aber? Aber wir haben keine Knöpfe, keine Ventile, kein gar nichts. Wir haben nur diesen Zug, mit dem wir halt dann die Tonhöhe dann regulieren müssen. Würdest du mal ein, zwei, drei, vier, fünf Töne erklingen lassen? Ja, probiere ich mal. Das ist ja mein Lieblingsgeräusch. Das weiß ich. Ja, das nennt man Glissandi. Vielen Dank. So, mal sehen, was hier noch so ist. Das kennt ihr ja, so ein Teil. Haben wir auch in unserer Band. Ein Schlagzeug. Ja. Das heißt, auch ein Blasorchester braucht einen ordentlichen Beat. Das hat mit dem Rhythmus zu tun, dass die Musiker nicht aus dem Rhythmus kommen. Stimmt, habe ich vorhin gehört. Ich muss immer zum Dirigenten schauen. Ja. Und der gibt mir das Tempo vor, genau. Und. Ah, jetzt verstehe ich den Trick. Vorne ist einer und hinten ist einer. schlau. Du spielst. Wir spielen alles, was sonst noch Krach macht. Perkussion, Rhythmus, ja. Ne? Tambourin haben wir auch. Ratsche, Rasseln und Bongos, klasse. Bongos, Glockenspiel, Becken. Und je nach Stück? Je nach Stück. Dürft ihr eigentlich aussuchen, was ihr spielt oder sagt das nur der Dirigent? Er versucht's. Okay. Aber wir entscheiden das meistens relativ frei. Worauf wir gerade Lust haben. Ja, das hast du. Wer mehr hauen will, der darf mehr hauen. Das finde ich sowieso das Wichtigste beim Musikmachen. Das muss ja auch Spaß machen und machen. Gut. Wie kriegt man die alle so zusammen, dass das, was wir hören, auch schön klingt? Was passiert eigentlich, wenn einer so spielt, dass du es nicht magst? Oder er bläst mal irgendwas Lustiges dazwischen? Kriegt er dann Ärger? Wenn ich es oder höre. Die? Nein, genau, dann, wenn das so passiert, dann breche ich ab, sag das an. Ja. Manchmal merkt man es auch gar nicht, wenn man vielleicht mal einen Takt verrutscht und mit den anderen nicht zusammenspielt, dann sage ich das an und dann spielen wir es nochmal und dann wird es meistens richtig gemacht. Toll.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute über Instrumente, über ein Blasorchester. Ganz herzlichen Dank an alle. Aber trotzdem, ich weiß, ihr habt viele Konzerte. Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, ein Wunschlied, ja. Dieses berühmte Lied, Stilesel, würde das nochmal spielen? Ja, machen wir. Vielen Dank! Und ich komme zu eurem nächsten Konzert. Und ich bringe Kinder mit. Also, tschüss! Tschüss! Mucketier, Mucketier TV.